So, dann schauen wir uns mal die Jobs mal an. Hammer gemacht, B2. Nach B7. Ah, B7. Bitte, 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 B7. Ja! Dann ist es ja easy peasy. Na, dann ist er easy peasy, würde ich sagen. B7, B7. Hey, läuft, Mann. Läuft, Freunde. Prost. Na, dann ist es ja easy peasy, Mann. Stell mal hin und dann ist auch schon wieder her. Ja, Wahnsinn, ey. Freunde, es läuft ja wie ein Schnürchen. Der mit am Schnürchen. Positive ist, es geht jetzt immer bergab. Gefühlt. Sieht schon lustig aus. Die paar Wagen. Mit einer Kiste drauf. Ich nehme auf, was. Ja gut, Military bezahlt uns halt gut, dass wir das machen. Wir als Unternehmen sind ja froh, wie ein Auftrag. Nehme ich dem Chef ja ein bisschen hier Kummer und Sorgen ab und zu mal bereitet haben mit ein paar Expeditionen. Aber hey, Freunde, ich kann echt nichts dafür. Ja, das sind doch nochmal Punkte. Ah ja. Egal, würde ich sagen. Egal. Halt mal die 50. Ah, ja. Jetzt halten wir die 40. Ach Gott, was könnte ich euch so erzählen? Ich habe gerade gar nichts so wirklich zu erzählen. Habt ihr es mitgekriegt? Jetzt übrigens gerade, ich hatte das Thema heute mit Kollegen. Apropos Geld, Chef. Das liebe Geld regiert ja die Welt, das ist mir ja alle. Wo man Geld herholen kann, ist jede Firma da. Und so hat es auch Warner Music gemacht. Ganz clever. Ich weiß nicht, ob der Musiker darauf scheißt oder nicht, oder sich erfreut, dass so viele daran Spaß finden, an diesem Jerusalem Dance. Ich kann die Mucke schon gar nicht mehr hören. Das ist so, oh, es ist so ein Lied, was du nie wieder hören möchtest in deinem Leben. Weil jeder hat es schon 5000 Mal abgespielt. Ja, meine Firma hat es ja auch gemacht, also diesen Jerusalem Dance. Problem ist, Freunde, ihr werdet es nicht mehr finden auf YouTube. Anscheinend hat die Firma dieses Video wieder gelöscht, weil ja, Warner Music hat angekündigt, dass sie Kohle haben will. Für jedes Mal, wenn dieses Lied getanzt, abgespielt wird auf YouTube, also beziehungsweise hochgeladen wurde, möchte Warner Music Kohle dafür haben, dass man das Lied hergenommen hat. Schön, oder? Ist das nicht toll? Kaum geht es darum, es mögen ja sehr viele, es machen auch sehr viele und es klicken auch reichlich Leute an. Egal von welcher Firma das ist, es ist ja 100.000 Mal geklickt worden. Würde ich wahrscheinlich auch hier in Jerusalem tanzen, dann würdet ihr es wahrscheinlich nicht klicken. Wenn ich es machen sollte, bitte klickt es nicht und erschießt mich. Ja, warum sagst du denn jetzt sowas Böses über diesen Jerusalem-Dance? Das sieht doch voll schön aus und die freuen sich doch alle und ha und wie auch immer und bla. Ja, sollen sie machen. Bitte. Aber ich sag mir halt, oh, wir haben so große Krankenhauspersonalmangel. Ja, wenn da den ganzen Tag da Leute draußen rumhampeln und tanzen, ja, dann wundert es mich nicht, dass wir Mangel haben. Sorry Leute, aber so ein Tanz ist am Anfang schön. Ja, ich hab's mir auch mal angeschaut am Anfang. Hey, ist doch schön, wenn sie dann daran Spaß und Freude haben, um Gottes Willen.
spricht ja nichts dagegen, aber lass mich bitte mit dem Zeug in Frieden. Auf Arbeit wurde ich auch schon jedes Mal damit belästigt. Du guckst es dir aber dann an und teilst es weiter. Ja, ja, natürlich mache ich das nicht. Ja, warum denn nicht? Na, ganz einfach. Erstens, das hat jede Firma schon mittlerweile draußen gemacht. Toppen könnt ihr das sowieso nicht mit den Spitzenreitern. Ihr hattet euren Spaß, ist ja schön und gut, aber lasst mich da raus. Ich habe da keinen Bock drauf. Für mich ist das einfach nur der Trend. Das ist, ja, aber das macht doch jeder. Ja, das ist halt das Problem. Das hat ja schon jeder gemacht und ist ja schon seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten schon eigentlich schon wieder out, aber ich weiß auch nicht. Und da kommt der jetzt damit her. Ja, ich so, ja, schön, aber lasst mich bitte da raus. Ich habe da keine Lust drauf. Ah, ich verstehe nicht, wie manche Leute so ausgelutschtes Zeug noch 100 Mal machen müssen hinterher. Ja, aber Fürgische, du machst doch genau denselben Scheiß gerade mit YouTube. Haben auch schon 100.000 Leute vor dir gemacht. Ja, ich weiß, deswegen interessiert es mich auch nicht, wie viele Abos ich habe, wie viele Klicks ich habe. Ich gucke da jetzt nicht jeden Tag rein und denke mir so, heute haben es nur 11 Leute innerhalb von 8 Stunden geguckt. Es interessiert mich nicht. Wenn ihr es anguckt, guckt euch es an, weil ihr Lust und Laune drauf habt. Und wenn ihr ein Abo dagelassen habt, habt ihr ein Abo da. Es freut mich doch. Weil, ja, aber ich priese es jetzt nicht wirklich an, so wie drück jetzt den Abo-Knopf und denk gern an die Glocke. Aktiviere sie, damit du noch weitere 100 Videos am Tag eine Benachrichtigung kriegst, dass es hochgeladen worden ist. Ja, sorry, also brauche ich nicht. Oder hinterlasst 18 Kommentare, wie schön ihr das fandet. Haha. Nein, oh mein Gott, mir ist es doch Schnutze. Ich mach's, weil es mir Spaß macht. Ich habe Spaß daran, Videos hochzuladen. Ich habe Spaß daran, hier oben so einen Scheiß zu erzählen. Und ja, egal. Ich schweife nur vom Thema ab. Und diese Jerusalem-Dance, Heimatland, ja. Also, die Moves sind ja schön, aber irgendwann denke ich mir so, es ist immer wieder dasselbe. Ein anderer Move, nein, gibt's nicht. Wir machen immer nur dasselbe, zu derselben Musik und ich kann die Musik echt nicht mehr hören. Zum Glück kommt der Rotz nicht im Radio auch noch. Entschuldigung für die Musiker, du hast dir echt Mühe gegeben. Ich sag dir, gegönnt deinen Erfolg mit diesem Lied. Um Gottes Willen, sage ich nichts dagegen. Bin ich der Letzte, ich wäre auch froh, wenn ich sowas gemacht hätte, da Erfolg schlagen täte. Naja, aber meine Meinung ist halt einfach, es ist schon ausgelutscht, ja. Und jetzt kommt halt Warner Music um die Ecke und sagt, haha, Freunde, ihr habt unser Lied hergenommen von unserem Musiker. Unser Musiker würde gerne zu cool sehen dafür, dass ihr das hingekriegt habt. Was machst denn du schon wieder? Hör auf jetzt. Meine Loks machen sich selbstständig. Ja, jetzt kommen sie halt um die Ecke und sagen, sie wollen Kohlen haben. Ist es halt nicht, wie immer. Kaum hat irgendwas Erfolg, kommen die Geldgeier um die Ecke und sagen, ja, wir wollen Kohle. Wir wollen Kohle sehen, mein Freund. Ja, damit du das abspielen darfst und herzeigen darfst auf YouTube, wollen wir jetzt die Kohlen sehen. Ja, Nordrhein-Westfalen ist ja eingeklickt, hat den ja Kohle überwiesen. Also deins und mein Steuergeld. Du sagst, ja, aber es war dann Nordrhein-Westfalen Steuergeld. Ja? Das mag sein, aber in welchen Topf fließt denn das Steuergeld? In den großen Steuertopf. Über den großen Steuertopf wird dann Kohle an Nordrhein-Westfalen ausgezahlt, damit sie ein Budget haben. Und dieses Budget nehmen die her, um Straßen und so einen Scheiß zu reparieren. So. Und wer hat das jetzt gezahlt? Du und ich. Ja, Mai. Humbug. Ich weiß gar nicht. Also, außerdem hätte YouTube schon von vornherein bei diesem Jerusalem Dance immer wieder hier eigentlich das einlegen müssen, ja. Urheberschutz und bla bla bla. Dachte ich immer. Also, ich habe es auch einmal gehabt, muss ich gestehen. Einmal bei The Train Station gepaart ist, dieses Spiel da. Habe ich ja nur ein paar Mal angespielt gehabt. Ein paar Folgen gebracht. Da wurde ich auch verwarnt, weil ein Musikstück dabei war, was den Herrschaften nicht so gefallen hat, dass es da drin war. Und ich wurde verwarnt. Hat keine Konsequenzen für mich, weil ich kleiner Pimpf hier mit meinen fast
0,5100 Abos. Ha, jetzt könnt ihr es euch ausrechnen. ja, bewirkt da jetzt nicht so viel, aber wisst ihr, was ich meine? Da hätten sie ja so dagegen vorgehen können. Nein, jetzt will ja Warner Bros. Halt Kohle sehen dafür. Ach Gott. Immer dieses liebe Geld, das leidige Thema Geld. Wahnsinn. Ich will Geld von dir, sofort. Aber wehe, du willst Geld von jemand anders. Dann aber, dann ist aber Polen offen. Dann heißt es, oh nö, und da müssen wir erstmal Rechtsabteilung einschalten. Und ah, oh, es ist doch immer so. Ja? Kaum will der kleine Bürger Kohle vom Großen, heißt es, oh nein, da müssen wir erstmal gucken. Ja? Müssen wir erstmal abchecken. Großes Beispiel ist ja zum Beispiel Versicherung oder ich sag jetzt mal einfach mal Eventim. Ja? Auch so eine Assi-Firma mittlerweile geworden. Ich weiß nicht, ob sie da jemals Karten kaufen werden. Ich habe noch drei rumliegen. Mal gucken, ob ich die Gutscheine will ich nicht, ich will meine Kohlen wieder haben. Ja, aber die werden dann auch wieder. Nein, nimmst du einen Gutschein. Ein Gutschein gibt's nur. Oh, das Konzert wurde ja abgesagt. Jetzt kriegst du einen Gutschein. Jetzt sag ich aber, ich will keinen Gutschein, weil meine anderen zwei Leute wollen ihre Kohlen wieder sehen. Also entweder gibt es jetzt Kohlen oder du kannst mich mal kurzweise am Arsch lecken, dann kaufe ich nur noch bei Ticketmaster. Ja, ist so. Das ist, finde ich, so phänomenal. Andere, wenn es darum geht, du bist nur einen Tag drüber mit irgendwas, kommt sofort der Brief. Erste Mahnung, sie haben nicht gezahlt. Ja, aber wenn du dann Kohle von denen haben willst, ja, das dauert. Ja, das dauert. Da müssen wir erstmal kicken. Ah, Freundchen, da müssen wir erstmal. Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Und das wiederum finde ich jetzt eigentlich schade. Jetzt kommt wieder der Widerspruch in sich eigentlich. Da finde ich es wiederum schade, dass Warner Music jetzt so nachhinein so einen Scheiß abzieht und sagt, sie wollen Kohle dafür. Mein Gott, wenn es die Menschen da draußen glücklich macht, lasst doch denen ihr Glück und lasst euch diesen Jerusalem Dance da ins Hirn prieseln. Von mir aus macht es, aber ich finde es schade von Warner Music, dass sie da sagen, ja, wir wollen jetzt Kohle dafür haben oder ihr löscht das Video. Mei, die Leute hatten Spaß daran. Warum nimmt man denen dann einfach den Spaß? Das verstehe ich. Ist ja ein bisschen Arbeit da gewesen, glaube ich. Also bei mir in der Firma, wann haben die in der Früh angefangen? Ich glaube, um 8 haben die angefangen und um 16 Uhr haben sie das letzte Mal gehüpft in der Werkstatt. Danach war noch großes Fressen angesagt, super. Und ja. Jetzt war die ganze 8 Stunden Arbeit umsonst, weil das Video wurde gelöscht. Klar, die Datei gibt es halt noch irgendwo auf dem Rechner, aber so der Praktikant verschludert es wieder. Ich kenne noch meine Praktikanten in der Firma. Hatte ich auch schon mal das Geschiss gehabt mit den Pappenheimern. Ja, sie müssen aber zum Bahnarzt, aber ich war doch erst vor 3 Monaten. Ja, aber ich habe keine Unterlagen. Ich so, hallo, ich war erst vor 3 Monaten. Guck doch meinen Dienstplan rein. Stimmt. Du warst ja vor 3 Monaten. Ich so, ja, sag ich doch. Ah, die Praktikanten haben wieder die Unterlagen verschlampt. Ja, Praktikanten. Lasst niemals Praktikanten an eure Unterlagen. Die verschwinden. Nee, aber ich sag nur mal so, die Datei wird es irgendwo geben. Gut und schön, freut mich. Ich finde es halt nur schade. Und die ganze Arbeit war jetzt halt völlig umsonst. Und es ist für das Filmteam die Kohle rausgeschmissen. Umsonst. Naja. Das liebe Geld nimmt einem wieder den ganzen Spaß. Bös gesagt. Naja. Die Moral von der Geschichte ist, wehe, du willst Geld haben, dann dauert es 8 Monate. Naja. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, so ist halt die Welt. Aber egal, das sollen wir uns nicht kümmern, weil wir leben in unserer kleinen Welt von Valley. Und wir scheffeln unser Geld und wir müssen es nicht abdrücken. Noch nicht mal Steuern müssen wir hier abdrücken. Ja, doch eigentlich schon. An den blöden Automaten, so Steuern und Umweltschäden, Steuermistzeug da. Ach, was weiß ich. Aber soll uns nicht bekümmern, weil wir uns drum kümmern. Nein, was redet er da? Ich weiß es selber nicht.
Es liegt wahrscheinlich am Kaffee oder am Energy. Ich glaube, ich habe heute zu wenig Kaffee getrunken, weil heute Morgen, wenn ich mir mal Kaffee gemacht habe, meiner frisch ausgespülten Kaffeebecher, ja, habe ich mal wieder vergessen, den nochmal kalt auszuspülen. Ja, wo ich dann am Ende von meinem Kaffee langsam angekommen bin, ich hatte noch so ein Viertel drin, war noch recht schön warm, super Kaffeebecher. Ja, was soll ich sagen, ja, hat so ein bisschen nach Spülmaschine geschmeckt. Jetzt habe ich den Kaffee dann eigenhändig der Natur zurückgegeben. Die Natur hat mir ja den Kaffee geschenkt, indem sie mir Kaffeebohnen an die Kaffeerösterei des Vertrauens zugegeben hat. Wo ich dann im super Sparangebot zugeschlagen habe und mir 3 Kilo Kaffeepacks gekauft habe, um dann leckeren Kaffee zu trinken. Jetzt hat mir die Spülmaschine das versaut, indem es einfach nur ein bisschen nach Kaffee, nach Spülmaschine geschmeckt hat. Und es ist echt eklig. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Mitbewohnerin vergessen hat, den Deckel oben, hier den Pimperl zum Aufmachen vergessen hat, aufzumachen. Dann ist die Suppe oben im Rand hängen geblieben. Das kann es wahrscheinlich sein. Oder am Anfang, ja, oder der Boden, ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Auf jeden Fall, Kaffee und Spülmaschine. Voll eklig. Glaubt's mir, das ist nicht lecker. Naja. Also habe ich den Kaffee wieder in seinen natürlichen Kreislauf zurückgebracht. Nicht ganz, ich weiß nicht, wo die Kaffeebohnen gerade herkommen. Musste ich mir also einen neuen kaufen gehen. Beim Jormas um die Ecke. Bahnhofskaffee Nummer 1 in Bayern, das ist der Jormas. Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich das schon mal erzählt, dass beim Jormas der Kaffee überall anders schmeckt? Kann sein, ja. Das ist echt krass. Also man muss Kaffeebohnen alles rauszaubern. Ich finde, was ich gerne mal ausprobieren würde, es klingt zwar echt eklig, ja, also mich würde es wahrscheinlich davor ekeln, aber ich würde mal so Katzenarsch-Kaffeebohnen probieren. Kennt ihr die? Habt ihr von denen schon mal gehört? Das sind die teuersten Bohnen der Welt. Von Katzen ausgeschissene Kaffeebohnen. Sollen die besten sein. Um ehrlich zu sein, ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren, aber wiederum will ich es doch ausprobieren. Ah, so hin und her gerissen. Katzen. Bohnen. Super. Eigentlich nichts Verwerfliches dran, weil anscheinend essen die Katzen die Kaffeebohnen und kacken die so wieder aus. Schon interessant. So, checken wir mal die Lage. Guck mal hier die Klappen wieder zu. Was ist denn los mit dir? Wie fährst denn du? Kommt mir so vor, wie als wäre der Zug aus meiner Werkstatt gekommen, wo alle Klappen noch offen sind. Wahnsinn, hey. So, Freunde, aber. Nach Militär muss ich nochmal wieder was anderes machen. Außer es stehen Panzer da, dann fahren wir Panzer. Aber wenn keine Panzer da stehen, fahren wir natürlich auch keine Panzer. Dann fahren wir wieder was anderes. Ja, woanders hin? Na, wie wär's denn mit Steam hier? Oder ich porte mich mal woanders hin. Farm haben wir auch noch nie wirklich was abgeholt. Kohlemine, könnten wir auch mal wieder besuchen gehen. Ah, sind die Wege so kacke weit. Wo waren wir denn noch nie wirklich? City war wir, Sommel? Ja, Sommel. Habe ich schlechte Erfahrungen gemacht da hinten. Forest South, ne? Forest Central, ja, da können wir wieder was abholen gehen. Mal neue Strecken wieder mal sehen. Also gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall dann kurz dann Pipi machen gehen, nachdem wir jetzt halt endlich in
Military angekommen sind, weil sonst explodiert mir gleich die Blase. Haha, das war jetzt nicht lustig. Ach ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Nicht bremsen. Oh, wir sind gleich da. 40. Bist du mich jetzt rollen oder was? Ah, 40. Da machen wir es halt. So, Sprit haben wir noch. Sehr gut. Die Mitte wird wahrscheinlich ein bisschen leer sein. So, haben wir da mal kurz geantwortet. Entschuldigung, war wichtig. Der Fahrweg steht ja eh noch zur Militärbasis, das finde ich super. Da braucht man ja gar nicht mehr viel machen. Ich glaube, wir liegen auch noch gut in der Zeit. So, Frage, mein liebes Handy, warum frisst du gerade so viel Akku? Das ist nicht schön. Das mag ich nicht. Tu dich mal optimieren. Danke. So, haben wir das auch geklärt. Oh, er war nebenbei am Handy, die Sau. Ja, Entschuldigung. Auch ich habe ein Privatleben. Stehen schon ein paar Wegelchen hier rum. Können wir ja Glück haben, dass wir was mitkriegen. Oder wir porten uns einfach woanders hin. Ha, mal schauen. Wie wir es machen. Auf jeden Fall, wir kommen erstmal an. Das ist eher am wichtigsten. Also unsere heiße Ware. Uns überlegt, ja, fast 70.000. Wir runden auf 70. 140.000. Ohne Bonus. Mal gucken, was haben wir denn jetzt hat. Schon cool. Hat schon Style. Ich komme nicht raus. B4 was? Nee, B7. Also hier in die Mitte. Nein, ich wollte eigentlich was machen. Tada! Naja, war jetzt nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, wir haben voll die Arschkarte. Wir hätten, glaube ich, rückwärts reinfahren müssen.
So. Freunde, haben wir das jetzt auch schon wieder erledigt. Mann, sind wir gut heute. So, dann gehen wir den Schnodderradatz mal ab. Was haben wir jetzt auf Tasche? 161.000. Nein! Doch, wir sind im Zeitlimit. 100.000. Wir kriegen 300.000, Freunde. Alter Verwalter. Panzerzüge fahren lohnt sich. Hey, wir haben Military zusammen. Yay! So, was haben wir denn hier? Schönes. Ja, schön. für Schaunten kriegst du jetzt nicht so viel, ja. Finde ich ja super. Zwei Drop-Offs. Alter, ist so viel zu rangieren. Machine Factory. Military Basis 40.000. Naja, was soll's. Freunde, ich gehe mal kurz Pipi machen und wir sehen uns dann gleich hier wieder, beziehungsweise wahrscheinlich morgen, so wie ich, kommt drauf an, wie ich jetzt schneiden werde. Aber ich muss jetzt ganz dringend pipi, sonst platzt mir echt die Blase. Also bis gleich oder bis morgen, eins von beiden.